Ja, hallo ihr lieben Leute, liebe Kaulack-Freunde, nah und fern, draußen in der Schweiz, Österreich und in Deutschland und in der ganzen Welt verstreut. Hier meldet sich der Frankie wieder mit Kaulack TV. Ich bin jetzt gerade hier bei uns zu Hause. Ja, das ist der Blick hier oben von meiner Terrasse auf die Natur drumherum. Wir haben hier unseren Garten, den habt ihr im letzten Video schon gesehen. Und wir schauen halt hier auf die Berge von Kaulack. Wir sind also südlich von Kaulack, also noch südlich von Taplamu in unserem Villenprojekt. Das nennt sich Sayoy Hills Residence. Da bringe ich später auch mal was drüber. Und man kann vielleicht annähernd erkennen, ganz im Hintergrund die Berge. Es ist jetzt am Regnen. Und die Regenzeit ist meine liebste Zeit eigentlich im Jahr. Ich mag das sehr, weil halt da alles wieder ruhig wird, alles kommt runter von dem Saisonstress. Und ich habe mir gerade Gedanken gemacht, was ich jetzt in dem nächsten Kaulack TV Video für euch bringen werde. Und ich habe jetzt so ungefähr 2 Tage Zeit, mal das ganze Material zusammen zu drehen. Und werde da so eine kleine Mixtur machen, wo ich euch halt ein bisschen auch zeige, was ich so mache. Und ein Interview mit einem der Leute, die in Kaulack hier leben und arbeiten. Ich habe mir für diese Sendung rausgesucht den Laszlo. Der Laszlo ist aus Ungarn, ganz unbeirrt von der ganzen Krise, hat er ein kleines Restaurant aufgemacht. Zusammen mit seiner Frau in der Nähe von Bangyang. Dort machen die halt so gemischte Küche und auch ungarische Spezialitäten und so weiter. Und die kämpfen sich da tapfer durch. Das finde ich total super und unterstützenswert. Und deswegen werden wir die dann auch besuchen. Ja, ihr lieben Leute, eins der Geschäfte, die ich betreibe hier in Kaulack, das ist Immobilien und Bau. Und hier im Hintergrund, hinter mir, seht ihr ein Haus, was gerade gebaut wird. Es ist fast fertig. Der Pool, der muss noch gefliest werden und so weiter. Das Pooldeck muss noch gemacht werden. Aber im grob ist das Haus fertig. Das baue ich für eine sehr liebe Freundin von mir aus Österreich, für die Ulla. Und das schauen wir uns mal näher an. Wir sind jetzt hier am Bangyang Beach in der Nähe der Soi 3, also die dritte Parallelstraße zum Strand. Und dies ist das Haus, das wir gerade bauen für die Ulla aus Österreich, die hier dann ihren Altersruhesitz quasi errichten möchte. Ja, das hier ist der Swimmingpool. Der muss noch gefliest werden, wie man sehen kann. Und aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte haben wir momentan keine Möglichkeit, nach Phuket zu kommen, um die Fliesen dort einzukaufen. Online funktioniert auch nicht. Und da kann man sehen, halt, dass diese Corona-Geschichte wirklich in jeden Bereich des täglichen Lebens eingreift. Hier ist dann der Innenhof. Dort sieht man die großen Glasfenster hier. Das ist mit Aluminiumrahmen gemacht, weil es halt besonders hier in den Tropen viel, viel widerstandsfähiger ist als Holz. Ja, und dann hatte ich ja vorher schon mal in einem anderen Video erwähnt, als ich mit den Kameras gesprochen habe, dass man halt auch immer gucken muss, wo man herkommt. Das heißt also,
Ohne meine super Arbeiter könnte ich das halt hier überhaupt gar nicht alleine machen. Und das sind halt wirklich super nette Menschen. Da ist der Luan aus Goma, mein Vorarbeiter, der wirklich super Arbeit leistet, ein ganz, ganz toller Mensch. Und der arbeitet für zwei, das ist Wahnsinn. Und die meisten meiner Arbeiter, die sind mit uns jetzt bereits schon seit 10 Jahren zusammen oder beziehungsweise arbeiten seit 10 Jahren oder länger sogar schon für uns. Und da bin ich sehr dankbar dafür und auch sehr stolz auf die Jungs. Ja, ihr Lieben, also wenn ihr euch auch mit dem Gedanken tragt, euch in Kaolack niederzulassen, dort ein kleines Grundstück zu kaufen und ein Häuschen drauf zu bauen und das ordentlich werden soll unter deutschem Management, dann meldet euch bitte bei mir. Ja, jetzt sind wir hier im Nachbarhaus gerade von der Ulla. Das ist der kleine Christopher, mein Jüngster, der da gerade reingesprungen ist und wieder reinspringt. Ja. Und dieses Haus, das war mein erstes Haus hier in Kaolack, als ich hergekommen bin, 2001. Da war dieses Haus gerade fertiggestellt und das war mein ganzer Stolz. Mein erstes eigenes Haus vom eigenen, selbst erarbeiteten Geld gebaut. Und nach wurde dann halt der Garten noch schön gemacht und der Pool dazu gebaut. Und das hat aber alles auch gedauert. Also ich musste mir das alles nach und nach langsam erarbeiten. Ich habe damals Webdesign gemacht und Webseiten gestaltet, Logo-Design und so weiter. Also Werbeagentur, aber auch alles ganz alleine, ohne irgendwelche Partner und so, weil ich einfach so am besten arbeiten kann. So, hier ist halt meine liebe Frau, die Lat. Hallo! Ja, Moment, muss mal gucken, dass die Kamera hier auch passt und so. Und meine liebe Lat, die hat halt hier ganz viel im Garten gemacht, das zeige ich gleich noch. Und ohne sie wäre ich halt auch nicht da, wo ich jetzt bin, und wir wären nicht da, wo wir jetzt sind. Ist vor der Kaolack TV. Oh. So, dies ist die Zufahrtsstraße zum Bang Nyang Strand, da wo man am 7-Eleven vorne reinfahren muss. Der gesamte Rest der Straße hier vorne ist tot, bis auf diesen kleinen Discount-Laden hier vorne, da Bottle Shop, da wo es überwiegend Spirituosen gibt. Und ich schwenk hier mal weiter rum. Ja, und alles wie gesagt geschlossen, nur der kleine Let's Eat. Das kleine Let's Eat Restaurant vom Laszlo hier tapfer kämpft sich durch. Da ist die Gecko Bar daneben auch zu. Und hier geht dann die Straße rein zum unteren Teil vom Bang Nyang Markt. Und die ist die Hauptstraße, die halt zum Bang Nyang Strand runterführt. Und alles, was ihr hier drumherum seht, sämtliche Geschäfte, Restaurants, Loma Restaurant und so weiter, Exchange, ist alles geschlossen, komplett zu. So, ja, wir sind jetzt beim Laszlo hier im Restaurant und wir werden jetzt mal schauen, was der Laszlo so zu sagen hat hier. Hello Laszlo. Hi. Hi. Thanks for having me here and thanks for doing this interview. Thanks for coming. Yeah, you're welcome. So, let's get started. So the first question would be, tell me a little bit about yourself, like how, where you're from, how old are you, when did you come to Thailand, and why did you come to Kaolack? Oh, long story. It's gonna be a long story. My name is Laszlo.
Marotti in after name, in family name, and from the originally I'm from Hungary, mm-hmm. but moved to Sweden when I was 17. So I have like both of the cultures, and yeah, what more? I love music and I love cooking. Came to Kaulak 2015, so it's like 5 years ago. And yeah, why Kaulak? I don't know. I just stuck here. I like the place. I think as many other people. For me, it's enough of everything, and yeah, it's good for me. All right. And Sorry. Uh-huh. 57. 57. Somebody interesting. Ah, okay, okay. So you're running this place now with your wife? Yeah. Yeah, okay. And when did you start the restaurant? Yeah, we start the best time 2 weeks before the lockdown, so yeah. So it was crazy. But we try to keep going on and try to survive as anybody else. So we start really 12th of March, because 11th of March I had a birthday party in Happy Snapper. So we opened first time 12th of March this year. Okay, yeah. But I mean, you never know. I mean, it's also in Kaulak now, there are not so many places open. You still have people here who live here, who work here, and they need a place to eat. So so it might not be so bad. Maybe the timing is kind of good, and but also kind of bad, but also kind of good, because now you can establish yourself, get the foot in the door, so to say. Yes, yeah, I thought like this as well. So if nothing else, so we do the name, and maybe those people we hear, and I really appreciate it that many people coming. It's not many every day, but I understand nobody can eat the same food all the time. Yeah. This is normal. Right. Even me don't want to eat my own food all the time. So, but yeah, we have sometimes we had 18 people at the same time, and sometimes like 3-4 customers. But yeah. I mean, I appreciate it. So we have open every day. We try to make one day of Mondays, maybe, mm-hmm. but I not decide yet. Okay. Right now it's I mean, even if we don't have customers, it's better to sit here than at home. Yes, exactly. So yeah. Every day I try some new recipes. Recipes I have, just the ideas, and I have a couple of customers who able to try it. And the most, I must say, all of the time, they like it as well. Right. So it's make me happy. Okay, good. Yeah, it's good, especially to do something, you know, better than just sitting around. And you know, a lot of people, especially in like a crisis like this, they start to like self-pity themselves, and they get in like a kind of freeze, and they don't know what to do. But it's very, very good. I like that that you're doing something, and then at least, you know, give it a try, give it a push, and do something. Yeah, I like we it. We must do it. I cannot sit and just wearing my thumbs, because it's make me crazy. And of course, I'm selfish. Because same like you, a musician, and you know that when you play music and you see the people happy, yes, so you it's make you happy. Yes, so exactly. It's the same thing with for me when I play music or I cooking, and I see the people like the food, yeah. And they go from here like satisfied, it's make me happy, of course, because it's also a kind of art. Exactly. Even it's a profession usual for many people, but making food it's a kind of art. Right. Yeah. I agree. I totally agree. Alrighty. Okay. So let's have a look at the menu, and maybe you can explain a little bit about what you got. All right. So we got the menu.
Yeah, we have from my roots. We have. We can start from the beginning because it's like a gecko bar next to us. So I think a little bit like a bar menu. So we offer a very good hamburger, which is really good, and people like it. And for those people who no eat beef, so I find out I make the schnitzel burger, which is like Schweineschnitzel Wiener Art. Yeah, yeah. And I make it like a burger. Okay. And I used to cut in the middle the schnitzels because it's quite big. So you have a burger plus half schnitzel. Okay. And we serve with French fries and bacon and cheese, so the whole package. It's and people like it. We sell a lot of this. Then we come into my roots, Hungarian goulash, which is in Hungarian, it's called pörkölt. Mm-hmm. It's a stew, and I must say, in the high season, I'm gonna make the goulash soup as well. If you show the equipment, it's hanging there. Yeah. Later on, we all can right. take okay. it, the tour. Then we have a grandma schnitzel. I call it grandma schnitzel because I think it was about the first dishes I learned to do. Uh-huh. And I learned from my grandma. Okay. And she made it a little bit, I don't know if it's so special, but it was special for me. All right. So yeah. I call it grandma schnitzel, and I'm hope she happy. Okay, nice. Then we coming to langos. Now my specialty, yeah. The one that I like the most, yeah. The langos, what you like, it's just for people who don't know what is it, we call it like deep fried pizza, which have a similar dish in South Italy, I think it's called pizza fritta, but they make it it's in an Italian way with the tomato sauce and mozzarella like this. I do it with bacon, and I make homemade, everything is homemade, first of all. I make tzatziki by myself, which is from Greece, but it's a very popular dip. So I put tzatziki on it, mixed vegetables, fresh vegetables, cucumber, green salad, onion, tomatoes, and we have crispy fried bacon, and then we have grinded cheese, edamame cheese. Yeah, yeah. Very important. Yeah, yeah. So. Yeah, I love it. It's my personal recommendation. Is this langos? I love it. In Hungary, it's a very popular and usual street food. So, dann wollen wir mal gucken, wie das schmeckt hier. Oh, das ist der Burger. Mhm. Und? Lecker? Mhm. Aha. Super. Volle Punktzahl. Geil.